Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bauwerkparkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Der Besitzerwechsel von einer Firma regeln ist nie eine einfache Sache. Besonders wenn ein Unternehmen nicht an eine jüngere Familiengeneration weitergeben werden kann. Vor dem Problem steht die Fensterinform Ziegershausen, ein Dienstleistungsunternehmen für die Baubranche, und hat bei der Ost, der Fachhochschule Ostschweiz, das entsprechende Praxisprojekt eingebracht. Wir hatten den Auftrag, um die Unternehmensnachfolge zu planen für die Fensterinform GmbH, und fokussiert haben wir uns auf die Unternehmensbewertung. Der Firmeninhaber Josef Knill hat für das Projektteam eine klare Vorgabe gehabt. Mein äußerster Wunsch ist es von immer gewesen, dass Mitarbeiter die Unternehmung übernehmen können. Ein Grund ist, weil ich persönlich kein Kind habe, die diese Firma übernehmen könnte. Mir ist eine Nachfolgeregelung extrem wichtig, weil sie sehr früh geplant werden muss, dass, wenn es eben nicht funktionieren würde, dass man auch einen Plan B umsetzen könnte. Bevor das Praxisprojektteam konkrete Pläne und Empfehlungen ausarbeiten konnte, mussten zuerst verschiedene Abklärungen getroffen werden. Also einerseits muss man zuerst einmal identifizieren, wer ist ein potenzieller Nachfolger oder Nachfolgerin und wie schauen eigentlich die finanziellen Belastungen aus? Wie kann man so etwas finanzieren oder was sind steuerliche Folgen? Ein Nachfolge hat extrem viele Pfeiler, die man alle abklären muss, und das macht es so speziell. Eine weitere zentrale Frage ist die nach dem Wert eines Unternehmens. Der ist nicht fix definiert, sondern hängt von vielen beweglichen Faktoren ab, die sich laufend verändern. Bei der Unternehmensbewertung ist es immer wichtig zu betonen, dass es nicht einen spezifischen Unternehmenswert gibt, sondern dass man eine Bandbreite berechnet. Und je nach Methode resultiert ein anderer Wert und am Schluss resultiert daraus eben die Bandbreite. Anhand von einer Szenario- und Sensitivitätsanalyse haben die Studierenden den Fensterinform eine Empfehlung zu einer stufenweisen Unternehmensnachfolge abgegeben. Sie schlagen das Management-Buyout mit kombinierter Finanzierung über einen Zeitraum von 5 Jahren vor, unter Mithilfe eines Steuerexperten und einer professionellen Liegenschaftsbewertung. Das Resultat, das die Studierenden geliefert haben, beinhaltet jetzt eben, wie dass man zum Beispiel organisatorisch das machen könnte. Sie haben ja auch den Preis der Unternehmung in 3 verschiedenen Varianten ermittelt. Übrigens auch mit einem Tool, wo man das jedes Jahr wieder neu berechnen kann, dass auch die Mitarbeiter, wenn sie sich daran beteiligen, eben auch wissen, wie gross der Wert zum jeweiligen Zeitpunkt der Unternehmung ist. Mit ihrer engagierten Arbeitsweise und dem umfassenden Massnahmenpaket, das sie dem Auftraggeber abgegeben haben, haben die Studierenden auch den Pascal Bächtiger überzeugt, ihren Coach von der Fachhochschule Ost. Ich finde das Resultat sehr, sehr gut, weil die Studierenden haben gezeigt, dass Unternehmensnachfolge nicht etwas Theoretisches ist und Papiertiger, sondern im Gegenteil etwas Dynamisches, etwas, das sehr, sehr stark lebt und darum eine unternehmerische oder strategische Aufgabenstellung ist. Das Praxisprojektteam der Ostschweizer Fachhochschule Ost hat mit dem abgelieferten Resultat die Erwartungen bei weitem übertroffen und ist verdient für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Managementkonzeption nominiert. Eine Geste, die von den Studierenden geschätzt wird. Die Nomination für den Young Leader Award bedeutet uns sehr viel. Es ist einerseits eine Belohnung für unsere Arbeit, aber auch andererseits eine Wertschätzung für das, was wir für das Unternehmen geschaffen haben. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember, in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.